Hallo, auch von mir. Vielen Dank, dass ihr um 9 oder kurz nach 9 immer noch so zahlreich hier seid. Wir hatten kaum etwas anderes erwartet, aber wir sind trotzdem von dieser unmenschlichen Politik der Europäischen Union überrascht worden. Die Zuspitzung der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl durch die geplante GEAS ist die Konsequenz der Abschottung der europäischen Sozialsysteme. Es ist bitter, aber dieses Vorgehen der EU ist die Konsequenz ihrer eigenen Menschenrechtspolitik. Es geht um den Erhalt der Menschenrechte der EU-BürgerInnen und nicht um die Menschen auf dem Rest auf der ganzen Welt. Das Recht auf Rechte wird für alle abgeschafft, die von Europa zu Eindringlingen erklärt werden. Man sperrt sie in Lager, lässt sie hinter Stacheldraht verrotten, lässt sie auf immer gefährlicheren Fluchtwegen verrecken. Nur diejenigen, die sich ökonomisch verwerten lassen, werden als frisches Humankapital reingelassen. Alles keine Neuigkeiten. Wir haben über diese Zustände auch in den beiden Vorträgen gerade gehört. Aber, wie bereits gesagt, es geht weiter mit einer Zuspitzung. Während auf der anderen Seite durch den Klimawandel, durch Stellvertreterkriege und sich brutalisierende Regime immer mehr Zonen global unbewohnbar werden, werden hier die Mauern hochgezogen. Das ist Europa. Das ist der neoliberale Kapitalismus, was auch eben in dem Vortrag nochmal sehr zur Geltung kam. Der global in einer Verwertungskrise steckt und die Flucht nach vorne macht. Koste es, was es mag und auf dem Rücken von wem auch immer. Wir könnten zynisch werden angesichts dieser Gesamtsituation, tun es aber nicht. Die Zeit der Appelle und cleveren Reformvorschläge an die PolitikerInnen ist vorbei. Wir müssen uns darüber bewusst werden, dass wir alle von autoritären Entwicklungen betroffen sind. Wir alle, nicht nur in Anführungszeichen die geflüchteten Menschen. Wir müssen endlich eine Perspektive einnehmen, das ganze System grundsätzlich in Frage zu stellen, statt uns nur einzurichten in humanitären Anrufungen. Wir halten an der Möglichkeit der Veränderung der Welt fest. Mit diesen vielleicht teilweise etwas zugespitzten Vorbemerkungen möchte ich unserer Wut auf die Verhältnisse Ausdruck verleihen. Ich spreche hier für die Initiative BürgerInnen Asyl Münster, also die kommunale Ebene, die auch eben von Herr Dr. Meyer erwähnt wurde. Wir unterstützen, wie auch gerade in der Moderation gesagt, geflüchtete Menschen, die in dem Zustand der Illegalität leben, die in diesen Zustand reingedrängt wurden, vor allem wegen der fehlenden legalen Einreisemöglichkeiten und Wege in die EU. Menschen, denen eine Abschiebung droht. Wir unterstützen sie, indem wir versuchen, sie dem autoritären Zugriff der Abschiebungsbehörden zu entziehen. Das BürgerInnenasyl ist oft die letzte Möglichkeit, damit Menschen, die ihr Leben auf der Flucht nach hier aufs Spiel gesetzt haben, vor einer staatlich organisierten Zwangsmigration zu schützen. Denn nichts anderes ist eine Abschiebung. Die meisten BürgerInnenasyle setzen darauf, bei den sogenannten Dublin-Abschiebungen in die Ersteinreiseländer in der Europäischen Union Fristen zu überbrücken. Wie bereits gesagt, zwischen 6 und 18 Monaten, innerhalb derer die Abschiebung stattfinden muss. Wenn sich ein Mensch so lange der Abschiebung entziehen konnte, ist also die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, das Asylverfahren im Anschluss an diesen Zeitraum durchzuführen. Dann kann keine Abschiebung mehr in einen EU-Außengrenzstaat erfolgen. Die BürgerInnen-Asyle, die es sowohl in Münster gibt, als auch in anderen Städten deutschlandweit, haben also meist das Ziel, diese 18 Monate zu überbrücken. Das ist eine lange Zeit. Während dieser 18 Monate sind die Betroffenen grundlegenden Rechten beraubt. Vorhin wurde auch schon mal gesagt, dass sie so im täglichen Leben einfach begrenzt werden. Also bezüglich der Gesundheitsversorgung, bezüglich der Möglichkeit, eine Unterbringung, ein Zuhause zu finden oder nur ein Dach über dem Kopf. Und auch eben der Möglichkeit beraubt, der im Kapitalismus lebensnotwendigen Sozialleistungen oder der Möglichkeit, eine Arbeit aufzunehmen. Das versuchen wir durch unsere Unterstützung, so gut es geht, aufzufangen. Wir organisieren Wohnraum, Taschengeld, medizinische Behandlung und stiften die Möglichkeit zu Alltagsbeziehungen. So weit, so prekär.
Mit den jetzt geplanten GEAS-Reformen der EU sollen diese Fristen, wie bereits gehört, im Dublin-Verfahren massiv verlängert werden. Es wurde vorgeschlagen, die 18 Monate auf 3 bis 5 Jahre zu verlängern. 3 bis 5 Jahre. Das bedeutet, für einen so langen Zeitraum entrechtet zu sein. Damit wird eine dauerhafte und massenhafte Illegalisierung von Menschenleben vorangetrieben. Menschen werden in die Perspektivlosigkeit gezwungen. Und für uns bedeutet es, Unterstützung wird immer schwieriger leistbar. Ein 3 bis 5 Jahre andauerndes BürgerInnenasyl wird nur noch schwer zu stemmen sein. Dieser Aspekt der Fristverlängerung in Dublin-Verfahren geht in der Kritik an der GEAS-Reform häufig unter. Deshalb machen wir uns dafür stark, die damit verbundene Entrechtung öffentlich zu machen. Was jetzt gefragt ist, ist Solidarität. Natürlich im zivilgesellschaftlichen Sinne, nicht im staatlichen Sinne, wie vorhin unterteilt oder differenziert. Unterstützen wir gemeinsam die Menschen, die von Abschiebung bedroht sind. Wenn ihr Interesse daran habt, unsere Arbeit zu supporten, gibt es viele Möglichkeiten. Ihr könnt ein Sofa oder ein Bett zur Verfügung stellen, uns finanziell bei unseren monatlichen Ausgaben unterstützen. Ihr könnt einfach mit anderen Menschen über diese Sache ins Gespräch kommen. Ihr könnt uns ansprechen, vielleicht auch, was gerade gesagt wurde, wenn es um qualitative Forschung oder sowas geht. Und ihr könnt als erstes gleich nach der Veranstaltung an unser Tisch kommen. Wir würden uns noch über Gespräche freuen. Ich habe direkt eine. Ich kann mir das leider noch nicht so richtig vorstellen. Wenn man dann jemanden, der von Abschiebung betroffen ist, quasi die BürgerInnen-Asyl gewährt, heißt das denn, dass diese Person quasi polizeilich gesucht wird? Oder also wie ist das dann quasi ein, darf die Person sich dann quasi überhaupt in Deutschland aufhalten? Oder ist es dann so, dass quasi die Abschiebung direkt bevorsteht und man eigentlich darauf hofft, quasi, dass in dem Zeitraum niemand gefunden wird? Oder also, ja. Also es ist, oder möchtest du dazu antworten? Ja, okay. Wir sind zu zweit hier vom BürgerInnen-Asyl. Du kannst aber gerne ergänzen. Also es ist nicht so, dass die Abschiebung in dem Sinne erfolgt, dass die Polizei den Menschen verfolgt. Aber zum Beispiel waren die Menschen in einer Unterkunft. Dort gibt es einen Abschiebeversuch. Der Mensch konnte entkommen und ist dann untergetaucht. Aber dann läuft es eben nicht so, dass auf Schritt und Tritt irgendwie sie überwacht werden. Aber es besteht natürlich schon die Gefahr bei normalen Kontrollen, wie sie im Alltag eben stattfinden und gerade auch rassistische Kontrollen, dass da die Gefahr erhöht ist, dass die Menschen entdeckt werden. Folgefrage. Das heißt, man macht sich jetzt nicht damit zum Beispiel strafbar, wenn man Menschen dann im Kontext eines BürgerInnen-Asyls aufnimmt. Das ist eine Form des zivilen Unverfolgungs. Ja.